glaube, das heißt jetzt die Stunde der Wahrheit. Heute ist der 2. Juni 2016. Ich stehe gerade neben meinem Spiralkanal und werde versuchen, die Installation zu bauen. Morgen ist die Präsentation. Und es wäre ja wirklich gut, wenn ich die Vorbereitung und Schluss des Projektes rechtzeitig abfertige. Also so. Es hat mich zuerst mal interessiert, wie der Kanal überhaupt noch aussieht, nachdem so viel geregnet hat. Und ja gut, also ich bin schon mit allem soweit zufrieden, weil die Form des Kanals geblieben ist. Es kam zu keinen großen Beschädigungen und sogar der Regen wird mir jetzt quasi helfen, um die Stecken da hinein zu bringen. Kleine Holzstecken, die oben ein bisschen gefärbt sind. Das sieht man vermutlich viel besser später an der Sonne. Ja, es stimmt, mit dem Schlussergebnis bin ich zufrieden. Die Arbeit war schwer, aber es hat sich gelohnt. Ich habe mich riesig gefreut, am gleichen Tag auch erste Besucher bekommen. Bravo. So, welcome to Spiral Channel Project. Diese wunderbare Kinder mit ihren Lehrerinnen haben mit mir ein Foto gemacht, das am 8. Juni 2016 in der Tageszeitung Liechtensteiner Volksblatt im Fürstentum Liechtenstein veröffentlicht wurde. Danke vielmals.